Hi, ich bin Johannes von newgadgets.de und immer noch in Seattle. Und ich habe hier was von meiner Freundin Miriam von Engadget bekommen. Und zwar das HTC Sensation XE mit Beats Audio. Ja, sehen wir das? Kriegen wir das Ganze scharf so? Mit dem Beats-Logo hinten drauf. Ihr seht, es hat auch rote Akzente hier zum Beispiel um die Kamera herum. Also wir haben hier die Kamera mit zwei LED-Blitzen, Lautsprecher hinten natürlich. Und ja, was hier auch noch auffällt, die Touch-Tasten sind rot beleuchtet, was auf jeden Fall cool aussieht. Auch hier oben haben wir es rot. Schauen wir uns das Gerät mal von allen Seiten an, wer es noch nicht kennt. Also wir haben hier die Lautstärketasten, Micro-USB, dann die Frontkamera hier vorne und hier den Audio-Port und den Power-Button. Und das Ganze läuft wirklich schön schnell. Also es hat auch einen leicht schnelleren Prozessor als das normale Sensation. Ihr seht, die Animationen sind super schnell. Das Ganze sieht sehr schön aus. Hält sich natürlich sehr gut, wie auch das normale Sensation. Und wir haben hier ein paar Programme, zum Beispiel den Benchmark Quadrant. Den lassen wir jetzt mal ganz schnell laufen. So. Wenn wir uns mal anschauen, wie der sich schlägt. Ihr könnt das App auch einfach ganz normal für euer Android-Phone herunterladen. Da könnt ihr sehen, wie viel schneller oder langsamer euer Phone im Gegensatz zu diesem hier ist. Wenn wir dann gleich die Ergebnisse bekommen. Ihr seht, das Ganze läuft hier mit 50 bis 60 Frames die Sekunde. Beziehungsweise hier jetzt gerade 40. Und sieht sehr cool aus. Moment, so. Also 2100 Punkte hier. Das sieht doch ganz gut aus. Und hier haben wir auch zum Vergleich das Nexus One und die anderen Phones. Also ihr seht, das hat ein ganz gutes Ergebnis, das HTC Sensation XE mit Beats Audio, wie ihr nochmal nachlesen könnt. Das sind die Informationen. Derzeit hier wird hier nicht angezeigt, wie viel Megahertz, Gigahertz das Phone hat, da es sich wahrscheinlich noch um ein Pre-Production-Sample handelt, was Engadget bekommen hat. Qualcomm Adreno 220 natürlich. Aber es ist wirklich sehr schnell, sieht auch sehr cool aus durch die roten Akzente und das Beats-Logo natürlich. Es kommt ja auch noch mit Beats-Kopfhörern, also wer auf sowas steht, kann ich das auf jeden Fall zulegen, es hat einen schnelleren Prozessor. Und das war das HTC Sensation XE mit Beats Audio.